umso mehr in Erscheinung getreten diese Saison, vor allem als Sieger vom innerschweizerischen Schwing- und Outdoor-Festen Langenthal zusammen mit dem Johann Sanchi. Dritte, der Jörg Schneider, hinter dem Ernst Schlepper und dem Stefan Achermann. Sieg für den Heinrich Nüssel, wo sie schweren Gegner problemlos gefällt hat. Ziehen und in Letz rein. Blatt-Leitenschneider. Erste Maximalnote für den Heiri oder den Harry. Knüssel wie ihnen seine richtigen Freunde. Da haben Peter Ruffer, er mit Hosenträger, macht einen Gamme. Und so ist er zu einem 10 gekommen. Hat damit alle Chancen gewahrt, auch den zweiten Tag in einer guten Ausgangslage in Angriff zu nehmen. Im ersten Ausstich der Heinrich Nüssel gegen den Lothar Herrscher, den Turnerschwinger von Altstetten. Wenn auch nur 1,75 gross, hat er am ersten Tag 3 Zehner sich schreiben lassen und wie erwähnt gegen den Hoye zum Auftakt verloren. Gegen den Knüssel hat man einen längeren Kampf erwartet, der Mondeur von Abtwil hat aber nicht geschlafen und zu einem unwiderstehlichen Fußstich angesetzt. Fußstich und nachher Lett abdrehen über das Knie. Der Knüssel damit weiter im engsten Favoritenkreis einen allfälligen Schlussgang anwerten. Der Herrsche ist vorderhand ein bisschen zurückgefallen. Gegen den Johann Sanchi. Der Innerschweiz hat auf keinen Fall dürfen verlieren, wenn er in Schlussgang hätte kommen wollen. Statistik über Siegen und Niederlagen führt er nicht. Das ist vielleicht besser so. Hat darum von dem Standpunkt her wenigstens unbelastet in den Kampf können. Der Sanchi probiert an der Prienzer. Der Knüssel tut ihn über das Knie Letz abdrehen. Die Entscheidung ist gefallen. Heinrich Knüssel sicher im Schlussgang vom eidgenössischen Schwing- und Outdoor-Fest 1986. Die Niederlage bitter für ihn, wo er doch zu den ganz grossen Favoriten zählt hat. Ein wunderschöner Schwung. Der Sanchi probiert den Prienzer und der Knüssel tut ihn über das Knie Letz abdrehen. Antreten zum Schlussgang der Ernst Schlepper und der Heinrich Knüssel. Eine innerschweizerisch-ostschweizerische Paarung. Die Ausgangslage war so, ein Punkt Vorsprung für den Heinrich Knüssel, für den Innerschweizer. Mit einem Unentschieden, mit einem gestellten Gang, hätte er das Kräftemessen hier in der Westschweiz im Wallis gewonnen. Und hier sieht man, wie der Knüssel bereits in der ersten Minute angreifen tut. Er greift mit beiden Händen am Rücken vom Gegner. Das realisiert aber der Ostschweizer und stellt mit seinen beiden Armen kräftig ein. Und hier wieder beide greifen sofort zurück. Jeder probiert den Bärendruck. Aber beide hier zieht nun den Schlepper, will den Prienzer wieder anhängen und der Heinrich Knüssel realisiert sofort, lässt ab über das Knie, wie er es schon bereits dreimal auf grossartige Art und Weise demonstriert hat. Grossartiger Sieger vom eidgenössischen Schwing- und Outdoor-Fest 1986, der Heinrich Knüssel, so wie er es immer nochmal genau wieder gegangen ist. So, nochmal, jetzt zieht der Schlepper. Er täuscht den Finten vor, da stellt er den Gegner auf. Will anhängen, wieder der Prienzer, schleppt aus, greift nochmal nach und hier der zweite Ansatz. Und jetzt kontert der Innerschweizer und der Titelverteidiger liegt auf dem Rücken. Übrigens, zuerst mal ein eidgenössischer Schwingerkönig aus der Innerschweiz. Und Heinrich Knüssel als erster Innerschweizer Schwingerkönig. Der erste Kranz für den Heinrich Knüssel, der heute Abend bei seinem Schwingclub KAM NC gefeiert wird, 46.